Meine Reise ging so los vor 7 Jahren, dass ich so gemerkt habe, dass ich schwer angeschlagen war. Also ich habe die Jahre davor habe ich sehr viel Alkohol immer getrunken am Wochenende und viel geraucht, Bodybuilding gemacht und dann natürlich viel Fleisch gegessen, viele Eiweißprodukte und viele Nahrungsergänzungsmittel, ne? Also so wie Kreatin und so weiter. Ja, dann habe ich halt so über die Jahre gemerkt, dass es mir immer schlechter ging. Meine Haut fing schon an, immer so Ausschläge zu produzieren. Und dann kamen dann später im Prinzip noch Herzprobleme dazu, Atemprobleme kamen dazu, Rückenprobleme, Gelenkschmerzen. Ich konnte dann kaum noch Sport machen, Kopfschmerzen dauerhaft, Sehprobleme, Probleme mit den Zähnen und ja, viele weitere Sachen. Ja. Und ja, und das war dann eben so der Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, weil es auch bei mir in der Familie Schlaganfälle gab und andere Krankheiten, habe ich mir dann gedacht, hey, es kann doch jetzt nicht die Norm sein, weil ich bin dann auch zu den Ärzten gegangen und da hat mich ein Arzt zum nächsten Arzt geschickt, weil keiner wusste, wo kommt das her Ja. und wollte mir nur Medikamente verschreiben und da habe ich gesagt, hey, es muss einen anderen Weg geben, ne? Die Haut hat sich dann komplett geheilt, also da war keine eiternden Ausschläge mehr, aber das erste halbe Jahr kam wirklich jeden Tag immer hier wirklich am ganzen Arm und an beiden Beinen und an manchen Körperbereichen kam jeden Tag Eiterung. Hier war alles voller Narben. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Jetzt ist die Haut hier schön gebräunt auch noch und das war alles voller Eiter damals und später dann Narben. Und das ging dann so, die Narben gingen dann so nach 3 Jahren der Rucksack besser weg. So, das hat gejuckt die ganze Zeit. Also ich hatte teilweise wirklich schon Selbstmordgedanken, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja. Aber ich habe dann immer wieder das Vertrauen in die Rohkost gehabt und dass mein Körper das dann schafft, die Heilung von selber voranzutreiben. Ne? Und das hat dann auch geklappt und das hat dann irgendwann aufgehört. Und ich habe damals auch immer gedacht, ich kann ohne bestimmte Lebensmittel nicht leben. Oh mein Gott, ja. Wenn mir vor 8 Jahren oder 9 Jahren jemand gesagt hätte, in 9 Jahren würdest du dich nur noch so und so ernähren, also bloß noch von Früchten oder einfachen Salaten oder von grünen Säften, da hätte ich dem einen Vogel gezeigt. Ja, schon. Weil ich einfach hätte niemals auf einen Döner verzichten können Genau. oder auf eine Pizza, ja. Ja. Genau, und so war das dann auch im Prinzip mit dem Weg. Ne? Umso leichter man sich dann ernährt hat, kam auch dieses Wohlgefühl dazu und die Gesundheit natürlich auch. Und dann hat man erkannt, das ist gar kein Verzicht mehr, auf die Sachen zu verzichten, weil ich weiß, dass sie mir nicht mehr gut tun und deswegen esse ich sie nicht mehr. Genau. Und dadurch entwickelt sich dann natürlich dieses erhöhte Bewusstseinsgefühl. Und dann gibt es dieses Gefühl nach Verzicht, gibt es dann Nee, gar gar nicht nicht. mehr. Für mich ist auch.